Dann tritt sie vom Tor beiseite, lässt das so diesen Spalt offen und geht ins Innere. Besser Hetep! Cherkem! Was sagt sie? Ich habe keine Ahnung. Wunderbar. Nicht den allerletzten Rest, also wirklich. Ich glaube, es kommt jemand. Oh, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Muss ich zugeben. Also nur gar nicht. Das Tor ist offen, warum gehen wir nicht einfach durch? Ja, weil das unhöflich ist. Ja, ihr könnt wieder hören, wie wohl jetzt mehrere Personen auf euch zukommen und sie euch dann schon entgegenbrüllen. Du Haktel, yes wat Mardun, shut love. Ich zeig wieder auf mich selber, Rafim. Shut love. Sie nicken wieder und zeigen dann auf sich selbst. Kemet Nechet, Sekem Kutari. Ja, ich würde auf uns zeigen, auf den Turm zeigen, böse. Ja, kaputt, böse. Mardun. Nickt er, schüttelt er den Kopf, kann ich da irgendwas draus lesen? Er nickt. Mardun. Böse, böse. Ja, ich mache ein böse kaputt. Ja, der Mann zieht das Tor komplett auf und deutet euch einzutreten. Das sagt noch mal einer, ich wäre kein Diplomat. Ach, ich hätte Diplomat werden sollen. Ein wahrwürdiger Diplomat. Ihr seid ein König. Ein König muss diplomatisch sein. Du ich Haktel. Weiß ja nicht. Es wäre blutiger gewesen, wenn wir uns einfach reingekämpft hätten. Du Haktel, yes, wat Mardun. Shut love. Ich gehe da einfach rein und nicke allen freundlich zu und lächel und möchte dann in Richtung Turm aufbrechen. Ich bleib da bei diesem Ohr noch stehen, also bei dem Eingeborenen. Samuel, Fragen die Fragestellung? Sie nicken. Wat Mardun? Sie zeigen auf euch und lächeln. Ich glaube, sie wissen, dass wir ihn getötet haben und sie befreit. Nun, ich hoffte eher, dass sie uns, ob die uns den Doppelgänger zeigen, aber gut. Wenn ihr ins Innere kommt, könnt ihr auf dem kleinen Stadtplatz erkennen oder Ortsplatz, dass dort zwei Sklavenjäger angebunden sind und ihnen wohl die Gliedmaßen gebrochen sind. Es sind aber nur zwei. Hängen da zurzeit bewusstlos, ihnen läuft nur ein bisschen Blut aus dem gebrochenen Kinn. Und die Feldsklaven sind wohl sehr zufrieden damit, zeigen dann auch auf das Haus vom Magiergrafen, lächeln und nicken euch wieder zu. Ja, Rafim lächelt auch breit und nickt und zeigt auf die gefangenen Sklavenjäger und macht den Daumen nach oben. Gute Arbeit. Ja, scheint, als hätten sie sich der Sache selbst angenommen, nachdem wir weg waren. Zertuni. Sie zeigen mir auf das Haus. Er ist da. Und ich zeige erst auf das Magierhaus und dann auf den Turm. Sie zucken mit den Schultern. Zertuni. Dann erst Turm, oder? Wollen wir erst in den Turm? Ja, ich denke. Nun, wenn dir der Magiergraf gesagt hat, dass der Turm vom Buschruf bewacht wird, dann wird er dort sein. Und ich denke, den Quetzlinger können wir lange suchen. Ja, lass doch erstmal den Turm befreien und dann schauen wir mal, was passiert. Nun gut. Seid vorsichtig. Achtet auf vielleicht entdeckte Fußspuren von dem getarnten Dämon. Wir haben doch Mehl dabei. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Nun, ihr müsst ihn erstmal sehen, um was Mehl zu werfen, nicht wahr? Ach, wofür haben wir denn unsere magische Sicht? Aber mir manchmal stellt ihr euch wirklich an. Ihr wisst selber, dass die magische Sicht nicht allzu lange reicht. Das ist richtig, aber sie reicht, um eine grobe Richtung vorzugeben. Nun gut, dann geht doch vielleicht vor, weil ich wollt ihr zuerst geschlagen werden von ihm. Meine Waffe ist geladen. Gebt mir einfach ein Ziel vor und ich bin sichtbar. Gebt mir vielleicht noch einen Moment, bevor wir reingehen und dann würde ich sagen, gehen wir zügig nach oben und nun ja, wenn wir Glück haben, empfangen unsere Sinne seine Anwesenheit, bevor er uns mit seinen Tentakeln trifft.
Ja, das klingt nach Magierzeug. Das werden die Magier schon irgendwie hinkriegen. Ich glaube, das sieht aus wie eine Situation, in der Rafim vorangehen sollte. Ja, das halte ich auch für vernünftig. Answun, wenn ich dir sage, hau drauf, dann haust du drauf. Auch wenn da nichts ist. Ja, gerne. Warte, warum? Weil unser Gegner unsichtbar ist. Er hat Angst, er tarnt sich. Was für ein blutleerer Mist ist das denn? Wer macht denn sowas? Dieser Gegner, deshalb musst du ihn hauen. Richtig fest. Naja, gut. Ja, so könnt ihr auf der anderen Seite das Dorf wieder verlassen, die Tore aufziehen, wird von weiteren Mohaha-Sklaven dann freudig begrüßt und könnt dann nach wenigen Schritten auf das Observatorium der Niobara oder das Orbitarium hinzutreten, was vor euch liegt, still, kuppelförmig, ziemlich groß, hoch nach oben aufragend. Und ihr könnt auf einer Seite erkennen, wie es dort ein Balkonage gibt, mit einem großen zylindrischen Objekt, was Abelmin und Boltax natürlich als ein großes Sterngerät identifizieren können. Muss gewaltige Summen gefressen haben. Oh, Abelmin, schau einmal. Ein interessantes Observatorium. Ich frage mich, warum hat sie es hier errichtet? Siehst du diese Linse da? Will die wohl gekostet haben, Mark? Nun, ich vermute, sie wird sie mit einem Elementar hergestellt haben, sonst wäre sie nicht zu zahlen. Nun, vielleicht hergestellt, aber die Feinanpassung wird der Elementar nicht gemacht haben können. Das ist so richtig, ja. Nun, es muss trotzdem eine Menge an Arbeitsaufwand gewesen sein. Ja, ich fürchte auch. Ich frage mich immer, warum hat sie ihn hier errichtet? Nun, weiß nicht. Vielleicht ist diese Insel irgendwie besonders. Hier gab es ja noch dieses Orakel in Altair. Vielleicht hat es irgendetwas mit der Nähe zu diesem Ort zu tun. Möglich. Und sollte sie wirklich irgendwie etwas mehr mit diesem Donatien von Terilia zu tun gehabt haben? Ich glaube doch nicht diesen Unsinn, dass sie mit ihm... Also nein, das glaube ich niemals. Nun, er schien überzeugt davon zu sein. Können wir erst den Dämon umbringen und dann reden? Ja, na gut. Dankeschön. Dann lasst mich noch kurz die Göttin anrufen und dann gehen wir rein. Kann ich euch noch von meinem Zigarrenvorrat anbieten? Ein bisschen Rauch in der Luft könnte uns vielleicht beim Ausfindigmachen helfen. Das ist jetzt nicht euer schlechtester Vorschlag. Ja dann. Hier, nimm wer will. Ich würde jetzt das wieder dieses Zazamotoxin, einen Zungenbrecher, herausnehmen und mein Säbel herausholen und wir auf beiden Seiten mit diesem Dämonengift bestreichen. Ja, die Flüssigkeit ist ziemlich zähflüssig, legt sich fast wie von alleine auf deinen Säbel, als könnte sie es selbst nicht erwarten, jetzt gleich Dämonen zu töten. Als ob diese Flüssigkeit eine eigene Intelligenz hätte. Ich lecke an meinem Axtblatt. Das sollt ihr lassen. Das ist ja widerlich. Ein W6 Schadenspunkte. Fällt mir. Und ein paar Kristalle, die sich auf deine Haut legen. Auf deine Zunge. Gefällt mir nicht so, aber gut. Schmeckt nach Opa. wenn man bedenkt, dass mein Vater an dieser Axt sein sollte, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Das sind natürlich SP, keine TP. Klar. Wie viel Lebenspunkte hast du noch? Es ist gut, ab und zu ein bisschen Blut zu geben, damit sie sich beruhigt. Wie viel Lebenspunkte hast du noch? 46. Gar nicht so viel. Ich habe auch gar nicht so viel Rüstung an. Ich könnte hier drauf gehen. Ja, ist ja egal. Gut. Es steht vor dem Orbitarium. Es hat eine eigene Präsenz. Es ist ziemlich perfekt gearbeitet, würde ich sagen. Also aus dem Stein, als ob es hochgewachsen wäre und nicht gebaut. Oder ihr könnt halt nicht erkennen, dass es irgendwie verschiedene Ziegel sind, die übereinander gelegt worden sind, sondern es ist einfach hochgewachsen. Oh. Und hat so eine ganz eigene Präsenz. Wahre elementare Kunstfertigkeit. Eine Schande, dass ein Dämon dieses Objekt bewacht. Nun, dagegen wollen wir ja vorgehen. Nicht mehr lange, genau.
wenn die anderen jetzt hier noch rauchen, wartet Sulamin so lange, aber sie selber braucht nicht wirklich Zeit. Also ich würde quasi, wenn wir auf die Treppe zugehen, die Liturgie wirken. Was ja im Grunde nur ein Gedanke ist. Ich glaube, Yalan hatte beim letzten Mal im Palast eine +7. Gilt das noch? Für den Ort? Es war keine +7, es war nur eine 4, oder? Ja. Oder so an der Kante? Okay. Also ich würde dir eine 3 geben. Okay, gut. Ich glaube, sonst ist nichts relevant. Außer dem Grad der Liturgie, der 3 ist. Das heißt, das ist eine +8. Okay, 8 und 3 sind 11. Nein, das war ja schon zusammen. Achso, okay, gut. Ach nee. Weiß ich nicht. Du hast die Tabelle vor dir. Genau, das ist 3 plus 4. Das ist 7, nicht 8. Gut. Schauen wir mal. Gar nicht so gut. 10. Gut. Das bedeutet, dann, was passiert? Das ist jetzt die Zahlliturgie zum Ausweichen, oder was hast du gemacht? Ja, das ist, schnell wie eine Eidechse hieß die ursprünglich und ich erhalte 10x10 Kampfrunden, die LKP-Stern zu meinem Ausweichenwert hinzu, meine Geschwindigkeit erhöht sich um einen Punkt, ich kriege einen Bonus von 2 Punkten auf die Initiative und Intuitionsproben, um einen Hinterhalt oder eine Überraschung zu erkennen, sind nochmal um 6 Punkte erleichtert. Gut. Und bei dir ist das natürlich eine Reihe-Liturgie, keine Zahl-Liturgie, also wird sich das durch Schleiertanz äußern, ne? Nein, es ist buchstäblich nur eine Aktion. Das heißt, wenn Sulamin zur Treppe kommt, schließt sie einen Moment die Augen und. Es ist ja kein Hütenregen, es ist ja eher dann, dass du deine rote Gewandung benutzt, um damit einen Schleiertanz zu vollführen. Aber schnell wie eine Eidechse ist doch nicht der Blütenregen, oder? Das sind doch zwei. Ja, also okay, es wird sich trotzdem irgendwie als rote Aura oder sowas, die aussieht wie ein Schleier, würde sich so manifestieren. Wenn du halt ausweichst, wenn du halt so da durchtauchst oder sowas. Okay. Ja, sobald Rafim, zieh dich, wenn wir reingehen wollen. Wir gehen dir nämlich hinterher. Und ich ziehe natürlich die Waffen, denn wir erwarten einen Dämon. Ja, ich würde gerne noch vorher eine Aktion Taktik würfeln, weil sonst. Ich kenne ja den Bodenplan. Das habe ich ja aus dem Typen rausgeprügelt. Den Bodenplan? Also. Hast du letztes Mal gesagt. Deswegen behaupte ich das. Hast du wirklich gesagt? Ja, ich meine mich auch an etwas solches zu erinnern. Okay, also auf alle Fälle, du kennst dich nicht so gut mit Sternen und Sachen so aus, ne? Aber ja, ist okay. Dann kannst du eine Aktion Taktik machen und den anderen, wir würfeln jetzt tatsächlich schon mal Initiative, auch wenn die sie jetzt noch nicht braucht. Dann kriegt ihr alle 19 auch verteilt auf euch 5. Ich glaube, Answon hat keinen Kriegskunst, oder? Nee. Uff, 6 gewürfelt und nein. Warte, ich gucke meine Talente. Kriegskunst und Wissenstalent? Ja, nö. Maybe. Ich hätte es aktivieren sollen, das war von den Dingen, die ich nicht gedacht habe. 21, ja. Zulamin ist irgendwo bei 40 oder so. Ich habe eine 6 gewürfelt und habe trotzdem nur eine 13er Ini. Wie viel ist das denn ernst? Wie viel ist denn? Weil die Waffe nochmal 2 Punkte Ini kostet. Wie viel kriegen wir denn durch Rafim jetzt noch zusätzlich? 19 durch 4. Also, warte, wir machen jetzt erst einmal, machen wir jetzt jeden auf seine Standard-Ini. So, Zulamin 26, Rafim haben 21. Wir schon, wo ist Diamantis? 22. Ich habe eine 6 gewürfelt, ich bin dann bei 17 dran. Dann gehst du auf die 17. So, und jetzt teilen wir die Kriegskunde auf und jeder, der Kriegskunst aktiviert hat, bekommt jetzt 5 Punkte, einer kriegt 4. Ist das nicht beschränkt? Das ist eine maximale 6, ja. Maximal 6 pro Person. Wow, ist das so viel? Gut, ja, aber je mehr Leute, 19. desto mehr verteilt es sich. Genau. Warum hast du Kriegskunst 19? Weil, warum nicht? Das ist wahr. Dann das bin ich auf der 22 dran. Ja, Answon bleibt da hinten. Also jeder kriegt 5 jetzt, okay. Nee, einer kriegt nur 4. Einer kriegt 4, genau. Wahrscheinlich. Vermutlich Zulamin, weil die hat eh schon in die sonst was. Okay, dann würfel ich jetzt auch schon mal meine Schruf-Initiative. Tja, da ist ja sogar der Trollzacker noch schneller, das ist ja überraschend. Noch.
Und weil ihr nicht wisst, wann der Angriff beginnt, könnt ihr euch auch nicht orientieren. Ihr könnt aber mit der maximalen Initiative das Ganze mit, also mit der von Rafim geboosteten betreten. Dann Rafim, betritt gerne. Rennt da erstmal rein. Rafim hat ja keine Ahnung. Also, ja, geht eine kleine Treppe nach oben und du kannst sehen, wie dort, wie beschrieben, ein kleiner Springbrunnen aufgebaut ist. Über dir sicherlich 3-4 Schritt nach oben eine große Steinplatte. Das ist wohl aber auch nur dann das zweite Geschoss so groß, wie das Ganze ist. Weißt du dann wohl auch, dass es natürlich noch eine kleine Treppe gibt auf der rechten Seite. Das ist wohl sowas wie eine kleine Küche oder sowas. Durch die du dann nach oben treten könntest und du weißt, dass sich im hinteren Bereich Schlafstätten befinden für andere Sternkundler, für die Töchter von Niobara. So werden sie zumindest benannt, bezeichnet. Anwesend sind die jetzt wohl nicht. Ja, aber ich sehe jetzt keinen großen Dämon, der mich hauen will, korrekt? Nein. Okay, hey, das habe ich vermutet. Rafim sucht hier aber nur einen großen Dämon, der einen hauen will. Weiß ich, wie groß das Vieh ist? Also kann ich mich daran erinnern? Das habe ich dir gesagt. 4 Meter. Okay, also das in die kleinen Räume passt das zumindest meiner Vermutung nach erstmal nicht rein, korrekt? Also es ist 4 Schritt hoch. Es kann sich halt hier drin bewegen. Und das ist grazil. Also es ist jetzt, beim letzten Mal war es ein Affe. Das muss aber nicht so sein, dass es jedes Mal ein Affe ist. Es kann auch andere Präsenzen annehmen. Und dann kann es einfach sich irgendwie sicherlich auch durch die Türen durchbewegen. Okay, dann ist Rafims Vermutung, dass er nach dem nächsten großen Raum sucht. Also möchte ich erstmal nach oben gehen. Mhm. König, warte mal. Können wir nicht anhalten und schauen, was zu plündern gibt? Ja, gleich. Gleich, naja gut. Ja, eine kleine Wendeltreppe. Ihr könnt euch hier noch kurz umsehen. Irgendwelche vertrockneten Rosen, die hier noch rumstehen. Lange Zeit wohl nicht mehr drum gekümmert. Und als ihr dann das nächste Stockwerk betretet, könnt ihr hier dann eben die gleiche geheimnisvolle Aura dann wiedererkennen. Es gibt ein großes, ist das sowas wie ein Globus? Sicherlich hat Boltak so etwas in Belhanka schon mal erblickt. Was dann das deren Bild sein soll. Sehr, sehr gewagt, theoretisch, hochtheoretisch. Vielleicht sogar götterfrevlerisch, aber die Sternenbilder, die wohl daneben aufgehängt sind und eine gewaltige Apparatur, die in den Sternenhimmel zeigt. Das ist das, was ihr auf der anderen Seite schon gesehen hattet. Weitere vertrocknete Rosen, die ihr erkennen könnt, eine kleine Anhöhe, über die ihr dann über eine Treppe gehen könntet und 3 Bibliothekswände. Oh, ist das Gold? Der Boden aus. Ist der staubig oder? Nein, das ist Messing Anzfun. Aber es glänzt auch, das nehmen wir mit. Ist staubig, ja. Wir schauen uns später an, was wir mitnehmen. Hier gibt es viel. Ich sag's ja nur schon mal. Ja, ja. Vielleicht sollten wir dort auf diese kleine Empore gehen. Von dort aus hat man bestimmt einen guten Überblick. Ja, zusammenbleiben. Ja, ja. Ich nehme mir mit einer Hand Boltax, setze ihn mir auf die Schulter und los geht's. Hell. Ja, Rafim läuft hier auch rum. Ich suche einen Dämon. Bis einer auftaucht, suche ich den. Ich werde einfach mit dem kurzen die Empore hochgehen, bis irgendwas anderes passiert. Mhm. Ja, ich. Und dann von oben halt versuchen, ob ich irgendwie dieses Messing-Ding greifen kann. Ich weiß nicht, es sieht relativ weit weg aus, also. Also, du kannst es auch von unten greifen. Ja, klar. Also, du kannst da rantreten. Ja, klar, aber er wollte hoch, also gehen wir hoch. Okay, gut. Und erst dann bin ich frei, Dinge zu tun. Wenn ihr die Empore gerade betretet, dann könnt ihr alles hören und Rafims Sinne werden da wohl auch so ein bisschen aktiviert. Von unten habt ihr Türen klappen gehört. Einmal, zweites Mal. Okay, ich würde gerne einen Odem in diese Richtung, also mit Sichtbereich wirken. Ich würde mir Zeit lassen und gucken, ob da was hochkommt. Sind Sie das? Hey, Blutleere, hier oben! Kommt und holt euch was! Noch ein Türenklappen. Ich nehme meine Zigarre und schnipp sie hier in die Richtung, dass sie so hier landet und lege meine Waffe an und behalte ganz genau den Rauch im Auge, der langsam vom glühenden Stümmel her ausgeht. Oh, jetzt habe ich noch den... Noch mal Türenklappen. Ist irgendwas zu sehen? Nein. Okay. Ich wirke einen Zauber auf mich, und zwar den Guardianum, Schild gegen Dämonen, Variante Personalschild, eine plus 8. Oh ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich, glaube ich, auch. Einfach nur pro forma. Ich hätte 4 Aspie, muss ich früher sagen. Mhm.
Ja, mache ich, glaube ich, auch. Dann könnt ihr ein gewaltiges Donnern hören. Der Staub unter euren Füßen, ihr habt natürlich eine Staubspur gezogen, erzittert einmal und dann bricht die Kugel in der Mitte einmal aus der Verankerung heraus und donnert. Würfel mal bitte, Abel, mir würfel mal einen W4. Hab ich einen W4? Ich gucke ihn gerade an. Das ist der spitze Dreieck. Richtig, der nimmt einen Fate-Würfel. 3. Die Kugel donnert auf Zulamin. Das klingt nach Ausweichen. Ich könnte natürlich sowas wie eine Sinnenschärfeprobe oder Gefahreninstinkt würfeln, aber du hast deine Probe durch deine Liturgie einfach sowas von massiv erhöht, das ist mir egal. Intuitionproben sind sowieso Blödsinn. Da wir haben alle Intuition von mindestens 15 und kriegen eine 8er Erleichterung mindestens. Ich krieg die 10. Nicht. Meine Erleichterung liegt bei 0,0. Ja. Bei einer gewürfelten 20 überrollt die Kugel die Person und sie erleidet 1W20 plus 15 Schadenspunkte. Zulamin weicht aus und du kannst sehen, wie die gewaltige Kugel aus Messing und Kupfer, Stahl gegen das große Teleskop donnert, es einmal rumschwenkt und die Kugel hier gegen das Regal donnert, was mit Holzkrachen zerbricht. Oben sieht man Hanswund, wie er gerade mit einer Hand nach den Gerätschaften, die da in der Mitte hängen, fischt. Ich war das nicht. Ich schneide den Mehlsack auf, den ich hatte, und kipp den komplett nach unten von der Empore, sodass sich hier hoffentlich eine Mehlwolke bildet. Okay. Mehlstraße. Dann ist einmal Mehl weniger. Ja, ich weiche ein bisschen zurück, aber behalte nach einem kurzen Blick hierhin trotzdem weiter den Aufgang im Auge, denn das hat bestimmt jemand anderes im Blick. Dann gebe ich euch einmal einen Mehl Overlay. Ja. Falls sich da jemand durchbewegt. Gut, was tun die anderen derweil? Sonst passiert nichts. Kriege ich irgendwas von diesen Dingern in die Hand? Von diesem Messinggedöns? Du kannst dran ziehen. Also okay, aber da geht nichts ab. Ich kann nicht eine dieser kleineren Kugeln irgendwie abziehen oder so oder abschrauben. Mit Gewalt ja. Dann tue ich genau das. Gut. Körperkraft. Mir reicht dann auch eine, aber. Ja, Körperkraft. 10er Qualität will ich haben. Das reicht. Ja, ich wollte es nur mal klargestellt haben. Du ziehst und du hast Stück vom Ring in der Hand und dadurch, dass sich das dann aus der Verankerung gerissen hat, kannst du dann das aber auch einmal abstreifen über den verbliebenen Ring und hast eine große, also so groß wie dein Kopf, so eine Messingkugel mit ein paar Linien und Rillen drauf, irgendwelche komischen Symbole, was auch immer das sein soll. Ein sehr schönes Andenken anzuwohnen. Guck das in meinem Ärmel ab, leg es dann erstmal vor mir ab. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit und mache mich dann auf die Suche nach einem geeigneten Behältnis, also einem Sack oder so. Ich wirke dir. Also ich fange an, hier solche Sachen zu durchführen im Grunde. Ich wirke dir bei einem Udem Arcanum Sichtbereich für kurze Ausführung, seiner plus 5. Answohn, würfel mal eine Pflanzenkunde. Pflanzen? Ich bin nicht sicher, ob ich das habe. Plus 7. Ich habe keine Pflanzenkunde. Meine Klugheit ist nicht. Nicht ganz. Okay, gut. Ja, was? Nee, du siehst sonst weiter nichts. Gar nichts, Marshall, Sichtbereich gesagt. Nein, siehst du nicht. Okay. Sichtbereich. Er ist nicht Sichtbereich hier. Sichtbereich ist, wie viel ZFW? ZFW-Schritt, ich habe 15 ZFW, also 15 Schritte, also müsste ein Phantom wahrscheinlich ausreichen. Genau, ja, du siehst nichts Magisches. War bei mir ja auch so. Was hat dann diese verdammte Kugel bewegt? Würfel mal eine Sinnschärfe bei mir. Sekunde. Die Tür ist mehrmals gegangen. Ich verstehe nicht, warum. Wollten wir nach unten gehen? Doppel-1. Oh, ein Crit. Du siehst, nicht unten, aber oben. Oben auf der Empore. Answohn ist wohl gerade dabei, an einigen, man würde sagen, auf Aureliani looten. Das aurelianische Wort looten würde er benutzen. Ist wohl gerade irgendwie am Durchsuchen, hat die schwere Kugel an seinen Gürtel gehängt. Und du siehst, dass die verblühten Rosen, die dort auf dem Tisch stehen, magisch sind. Und mit der Doppel-1 und dem Odem kannst du auch die Quelle dämonisch zuordnen. Answohn, fass das nicht an!
Warum nicht? Das ist dämonisch. Answohn, hau kaputt. Ja, gesagt, getan. Einmal fest drauf. Gut, stopp. Ich zieh also, vor und zwar zweimal Stich. Nee, 17 schafft er nicht, aber 13 schafft er. Mit den Rosen? Mit den Rosen, ja. 5 SP. Das kann ich parieren, oder? Parieren? Ja, doch, klar. Also, dann würfel ich mal meine Parade. Mit der 4er Erschwernis von Barbarenstratax, das ist geschafft. Okay, du siehst, wie kleine dornige Arme sich nach dir ausstrecken und sich dann an deiner Axt verwurzeln, so reingreifen, einige Dornen, die so auch ausgeschossen werden und dann in deiner Axt stecken bleiben. Ha, 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 kleines Vieh. Und dann hau ich es um. Ja, Schaden. Ich hau drauf, also direkt Schaden? Ja, ja, gut. Also, mach mal einen Treffer, ja klar. Also, ja, mach mal 10er, mach mal 10er, Buchschlag mit rein. Das sind kleine Gegner, ich glaube, das ist eine plus 8, ne? Kleine Gegner haben überhaupt kein Erschwernis. Du denkst an winzige Gegner, die ich glaube eine 6 haben. So Ratten und sowas? Ratten wären sehr kleine. Ja. Oder? Okay, wie winzig sind diese Dinger? Sind sie buchstäblich so groß wie eine Rose? Ja, dann hatte ich plus 6 für angemessen. Ja, machen wir einen plus 6. Okay, machen wir plus 6, machen wir noch einen 4er Aufschlag mit rein. Das geht dann auf die 19. Oh, und das ist der Doppelkrit. Oh, also man nimmt die Axt, Arm hoch über den Kopf und haut dann drauf, mehrfach und zertrümmert einfach den gesamten Schreibtisch in sehr feines Kleinholz. Schadenspunkte, okay. Mal 2. Da kommt der Wuchtschlag mit drauf. Wird der Wuchtschlag nicht mit verdoppelt normalerweise? Nee, oder? Das sind gerade mal 30. Also verdoppelt 4, ne? Die Verdopplung von 26 auf so um den Dreh. Die wissen, was gemeint ist. Ich nehm dir beide weg, weil das ist einfach lächerlich. Ja, du zertrümmerst die Anrichte, den Tisch. Scheiße. Vielleicht waren da irgendwelche Schriftstücke drauf, die Boltax noch haben wollte. Aber beide Rosenzweiglinge verblühen, schmelzen, einige Dornen, die noch abspritzen und dann liegt der Tisch zertrümmert vor dir. Ich nehme ein Stück Holz hoch, das ich als grob in der Nähe der Rosen orientiert wahrnehme. Ich heb das irgendwie so als Trophäe hoch. Haha! Und schmeiß es über die Reling. Ganz wohl gut. War die Macht deiner Axt. Die Macht der Geister. Haben Sie das jetzt? Nein. Ihr könnt sehen, wie weitere Rosenzweiglinge und Knechte sich von einem anderen Tisch erheben. Die hat Abelmir in seinem Sichtfeld nicht gesehen, weil die 17 Schritt waren. Aber die springen jetzt vom Tisch runter und wackeln auf Rafim zu, weil der am nächsten steht. 6 Schritt. Fertig. Nächste Kampfrunde.